Moin zusammen. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles gesagt. Im Grunde genommen habe ich es auch, aber ein paar Worte möchte ich doch zur aktuellen Situation verlieren. Russians hieß ein Lied, das Sting 1986 mitten im Kalten Krieg sang. Und für alle, die kein Englisch können oder das Lied nicht kennen, die Kernfrage ist, ob die Russen ihre Kinder auch lieben. Ich behaupte ja, auch die Russen lieben die alle Eltern ihre Kinder. In vielen Ländern müssen Eltern derzeit Sorge haben, dass ihren Kindern was Schreckliches passiert. In so vielen Ländern sind Kinder von Tod und Verstümmelung bedroht. In so vielen Ländern verlieren Mütter ihre Kinder, weil ohne Krieg dieses verdammte auf Wachstum basierende Geldsystem nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Weil es ohne vorherige Zerstörung kein Wachstum mehr gibt. Meine Mutter hat den Krieg als Kind erlebt und viele Nächte im Luftschutzbunker verbracht. Als Bomber über Bremerhaven flogen, die meist auf die Wohngebiete zielten, statt auf die Häfen. Ich habe oft zugehört, wenn meine Mutter und unsere Nachbarin vom Krieg erzählten. Kinder gruseln sich ja gerne und es war gruselig. Vieles von dem, was ich hörte, habe ich nie vergessen. Eine Geschichte hat sich besonders in mein Gedächtnis gebrannt. Als unsere Nachbarin schilderte, wie sie in einer der Bombennächte mit ihren 5 Kindern zum Luftschutzbunker floh. Die beiden Ältesten liefen mit den Koffern voran, die beiden Jüngsten hatte sie auf dem Arm und das Mittlere lief neben ihr. Während dieser Flucht sah sie, wie ihre beiden Ältesten, die schon ein gutes Stück vorausliefen, von einer Bombe in Stücke gerissen wurden. Wer kann ermessen, wie sich diese Frau beim Anblick dieses Desasters gefühlt hat? Von ihren Kindern blieb nicht mal etwas übrig, was sie hätte beerdigen können. Aber sie musste für den Rest ihrer Familie weiter funktionieren. Allein, denn der Mann, der sie hätte unterstützen können und trösten können, war an der Front. Eltern lieben ihre Kinder und wollen sie vor Schaden bewahren. Auch die Eltern in der Ukraine und in Russland. Eltern in der Ostukraine erleben seit Jahren tagtäglich, wie hilflos und schwach sie sind, wie wenig sie gegen die Bomben ausrichten können. Und selbst wenn ihre Kinder körperlich unversehrt bleiben, so müssen sie hungern, frieren und Todesängste ausstehen. Sie müssen erleben, dass ihre Eltern sie nicht beschützen können. Viele junge Männer, mit denen ich in den letzten Jahren über die Kriegsgefahr sprach, meinten, es beträfe sie nicht, weil sie untauglich gemustert wurden oder den Wehrdienst verweigert haben. Sie sollten wissen, im Krieg spielt das gar keine Rolle mehr. Die Geschichte lehrt, dass im Ernstfall jeder dran ist. In den beiden Weltkriegen starben erst die Soldaten, dann holten sie alle anderen jungen Männer, danach die Familienväter und zum Schluss verheizte man Zwölfjährige und Greise. Wer versuchte, sich dem zu entziehen, wurde kurzerhand an die Wand gestellt. Im Krieg gilt Kriegsrecht und das heißt, es gibt keine Rechte mehr, bis auf das eine, fürs Vaterland zu sterben. Viele glauben ja immer noch, Russland hätte nur veraltete Waffen und könnte nicht mit der NATO konkurrieren. Ein gefährlicher Irrtum. Napoleon, Wilhelm II. Und Hitler, sie alle dachten, dass sie mit den dummen Russen ganz schnell fertig würden. Und sie haben sich alle geirrt. Und der NATO wird es genauso gehen. Niemand kann ein Land wie Russland besiegen, ohne selbst dabei draufzugehen. Aber wer muss für deren Irrtum bezahlen? Wir sind es. Unsere Kinder werden sterben. Und die NATO wird sie weder schützen können noch wollen. Denn die NATO verteidigt nicht mehr das Vaterland, Frauen, Kindern und den heimischen Boden. Sie verteidigt nur Wirtschaftsinteressen. Wir stehen wieder mal vor einem Krieg. Politiker und Medien wollen uns mit aller Macht einreden, dass wir uns gegen Putin wehren müssen. Die Außenministerin hat Russland den Krieg bereits erklärt. Ob sie dazu befugt ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es wurde in der Welt registriert und das allein zählt. Die Berliner und Brüsseler Mordgesellen lassen seit langem keinen Zweifel mehr daran, dass sie Krieg wollen. Aber die Kriegsrhetorik genügt nicht. Sie liefern nun Panzer. Und Zelensky fordert jetzt Kampfjets, Langstreckenraketen, U-Boote, Kriegsschiffe. Irgendwann wird er Truppen als Ersatz für seine toten Soldaten fordern. Und auch da wird die Kriegsfraktion wahrscheinlich wieder drängeln und quengeln, bis Zelensky seinen Willen bekommt. Von Uranmunition ist auch schon die Rede. Wisst ihr, was Uranmunition anrichtet? Schaut euch mal die Doku der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra an. Da kriegt man Knoten in der Seele. Wie lange Russland angesichts der Lieferung von Angriffswaffen und der Ausbildung seiner Feinde in unserem Land noch stillhalten wird, das wissen wir nicht. Spätestens, wenn ihr eigenes Land angegriffen wird, ist wohl Schluss mit lustig. Übrigens, nach Völkerrecht
hätten sie alles Recht, in Deutschland einzumarschieren, denn Deutschland ist bereits Kriegspartei, ob Berlin das nun zugibt oder nicht. Die entscheidende Frage aber ist, macht das Volk dabei mit? Lasst ihr euch und eure Kinder in einem Krieg verheizen, der nicht zu gewinnen ist? Es liegt nur am Volk eines Landes, ob es so weit kommt. Das Volk, das sind auch Soldaten und Polizisten, machen die dabei mit? Wenn nicht, können die Kriegstreiber rumkrakehlen, bis sie blau anlaufen und bis ihnen Kohlrabi aus den Ohren wächst. Dann gibt es keinen Krieg. Punkt. So einfach ist das. Und selbst wenn die bewaffneten Bürger mitmachen, irgendwann sind die verheizt. Ja, und dann? Mir ist offen gestanden, egal welche Regierung womit recht hat. Ich frage nicht danach, wer den Krieg anfängt und warum. Und darum geht's auch gar nicht. Wenn meine Kinder tot vor mir liegen, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Krieg ist nicht familienfreundlich. Und darum rufe ich hoffentlich im Verein mit allen anderen Eltern unserer Regierung zu, meine Söhne kriegt ihr nicht. Ich habe nicht Kinder unter Schmerzen geboren, um sie an eine Front zu schicken. Ich habe meine Kinder nicht zum Frieden erzogen, damit das Militär sie zu verrohten Zerrbildern eines Menschen macht. Ich habe nicht jahrzehntelang für diese Kinder gesorgt, damit ich irgendwann blutige Klumpen Fleisch im Blechsack vor die Tür geliefert bekomme. Falls überhaupt was von ihnen überbleibt, das man mir noch schicken könnte. Wenn wieder Kinder an die Front geschickt werden, wenn wieder Kinder leiden und wieder Eltern weinen, weil ihre Kinder getötet wurden, dann ist es egal, wer vorher was getan hat. Tröstet uns am Grab unserer Kinder der Gedanke, dass sie für eine sogenannte gerechte Sache gestorben sind? Nein! Sie sind tot und niemand kann sie uns wiedergeben. Dann helfen auch keine geheuchelten Betroffenheits- und Beileidswort-Hülsen. Die könnt ihr euch, ihr Politiker, euch in eine Körperöffnung eurer Wahl stecken. Es sind unsere Kinder, die dieses Land mit Leben erfüllen und seine Zukunft sind. Sie sind systemrelevant und sonst gar nichts. Hände weg von den Kindern anderer Eltern, egal wo diese Kinder wohnen und egal wie alt diese Kinder sind. Hände weg von meinen Kindern. Schreibt euch das hinter die Ohren, ihr Bürger, Würger in Berlin und Brüssel. Es gibt keine gerechten Kriege. Es ging und geht immer nur um den Profit der Wirtschaft. Jene, die den Truppeneinsatz für was auch immer fordern, sind in der Regel die, die nicht an die Front müssen und stattdessen die Schmiergelder der Rüstungsindustrie kassieren. Und darum müssen wir Nein zum Krieg sagen, egal wo und warum er stattfinden soll. Wir haben nichts davon, außer Elend und Leid. Wer unbedingt Waffen an die eine Kriegspartei liefern will, bitteschön, kann er machen. Aber dann soll er sie gefälligst selber an die Front bringen und einsetzen. Wir müssen endlich begreifen, Wirtschaft und Politik brauchen diesen Krieg unbedingt, um das marode System am Laufen zu halten. Wem von uns ist das so wichtig, dass er dafür sterben oder seine Angehörigen opfern will? Wir müssen endlich alle aufstehen und der Welt deutlich zeigen und sagen, dass wir Frieden wollen. Es sind unsere Kinder, unsere Angehörigen, die unter den Machtfantasien der Berliner Mörderbande leiden müssen. Es sind unsere Kinder, Männer, Väter oder im Sinne der Gleichberechtigung Frauen und Mütter, die den Blutzoll zahlen sollen. Aber nicht mit mir, nicht meine Kinder. Wir haben endlos viele Gesetze, die unsere Kinder vor Schaden bewahren sollen. Farbstoffe in Nahrung und Spielzeug, die Beschaffenheit von Kindersitzen. Alles ist bis ins Kleinste geregelt, damit unsere Kinder sicher sind. Aber das Kriegsministerium wirbt seit Jahren in Schulen und auf öffentlichen Plätzen Kinder für die Bundeswehr an. Ist das nicht krank? Wir sorgen für das Wohl unserer Kinder, bis sie 17 oder 18 sind, damit wir gesunde junge Menschen als Kanonenfutter an die Bundeswehr liefern können. Haben die einen Knall? Ja, sind wir denn wahnsinnig, dass wir das mitmachen? Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich zu Unrecht Angst vor den Dummheiten der Politik habe. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mich in der Beurteilung der Lage gründlich irre. Mein Wunschtraum ist weltweiter Frieden und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft nicht statt eines Wunschtraums einen Albtraum erleben. Aber ob es ein Albtraum wird oder nicht, ist nicht die Entscheidung irgendwelcher Hanseln in Berlin oder sonst wo. Es ist die Entscheidung eines ganzen Volkes, das entweder mitmacht oder nicht. Vergesst das nie. Wenn die Menschen im Land zusammenhalten, sich nicht spalten lassen und standhaft Nein sagen, dann haben die Machthaber keine Chance.
Vergesst die kleinlichen Zänkereien darum, wer das bessere Weltbild hat. Sucht nicht das Haar in einer Demosuppe, sondern geht einfach hin. Wenn der Frieden gesichert ist, wenn unseren Kindern keine Gefahr mehr droht, dann haben wir wieder Zeit, uns um Kleinigkeiten zu zanken. Und bis dahin, lasst uns gemeinsam für den Frieden auf die Straße gehen, an die Öffentlichkeit treten, immer und immer wieder, bis das Ziel erreicht ist. Redet mit jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Geht ihnen auf den Sack. Spielt keine Rolle, ob der euch hinterher noch mag oder nicht. Was ist euch denn wohl wichtiger, das Leben und die Gesundheit eurer Kinder oder das Wohlwollen irgendeines anderen, wer immer es auch sei? Knallhart runtergebrochen. Wer immer für den Krieg ist, wem immer der Erhalt des Friedens egal ist, bedroht euer und eurer Kinder Leben. Nicht irgendwer in Berlin, Brüssel oder Washington ist verantwortlich, sondern jeder einzelne von uns. Eine schlichte, harte Wahrheit, die erkannt werden will. Darum gilt es jetzt, Prioritäten zu setzen. Was tut uns mehr weh? Der Verlust eines Angehörigen oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren? Ein Strafzettel oder die Missbilligung des Kollegen oder Nachbarn? Welchen Preis sind wir bereit, für die Sicherheit unserer Lieben zu bezahlen? Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Auch Nichthandeln ist eine Entscheidung. Macht euch das bitte klar. In dieser Zeit muss sich jeder Einzelne von uns entscheiden und sich irgendwann für Tun oder Nichttun verantworten. Ob vor einem irdischen oder einem anderen Gericht. Ja, ich hab's abgelesen. Erstens, weil ich fürchte, dass mein Zorn mich zu drastischen Ausdrücken hinreißen könnte. Ihr wisst schon, was ich meine. Und zweitens, weil ich mich nicht verzetteln will und das Video dadurch viel länger hätte werden können. Ihr seid so also besser dran. Normalerweise würde ich jetzt in Deutschland von Demo zu Demo tingeln, um diese oder ähnliche Reden zu halten. Aber die Anreise über einen großen Teich ist ein bisschen zu weit und zu kostspielig. Und daher muss dieses Video genügen, dass ihr auch gerne als MP3 auf euren Demos abspielen dürft. Meine Kanäle unterliegen seit Jahren einem starken Shadowban und nur ihr könnt was dagegen tun. Ich bitte euch darum, ausnahmsweise explizit teilt dieses Video oder noch besser, speichert es und ladet es als eigene Datei hoch, wo immer ihr könnt. So bleibt erhalten, was auf meinen Kanälen eventuell gelöscht wird. Es ist mir wurscht, ob ihr meinen Namen dabei nennt als Urheber. Es kommt nicht darauf an, wer es sagt, sondern darauf, dass es gesagt wird. Wir müssen mit wirklich ganz, ganz vielen Stimmen sprechen. Und jeder in unserer Nachbarschaft, jeder in unserer Umgebung muss wissen, sollte wissen, wie wir zum Krieg stehen. Weil nur, ich sag mal, wenn wir alle die Klappe halten, wenn sich keiner mehr traut, irgendwas zu sagen, aus Angst, dass er dafür eins auf den Deckel kriegt, dann denkt jeder einzelne Kriegsgegner von uns, er wäre ganz alleine auf dieser Welt. Das sind wir aber nicht. Wir sind ganz viele. Aber diejenigen, die zu schüchtern sind, die sich nicht trauen, die müssen sehen, dass wir ganz viele sind. Und darum geht an die Öffentlichkeit mit eigenen Videos, mit eigenen Texten. Es kommt gar nicht darauf an, ob ihr toll reden könnt, ob ihr super Worte findet, ob ihr stammelt oder unbeholfen seid. Das ist völlig egal. Auf den Inhalt eurer Botschaft kommt's an. Dass ihr klar macht, ich bin dagegen, ich will nicht, dass es Krieg gibt, ich will nicht, dass Deutschland in einen Krieg hineingezerrt wird, ich will nicht, dass meine Angehörigen sterben. So, und jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass ihr da tut, worum ich euch wirklich herzlich bitte. Schickt diese Botschaft weiter in alle Welt, wohin ihr könnt. Das kostet nichts und tut nicht weh. Na gut, ein bisschen Zeit kostet das, ist aber auch schon alles. So. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Und ich hoffe, ich muss nicht noch mehr solche Ansprachen halten, dass diese eine genügt. Da ist eigentlich alles drin, was man wissen muss. So. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Haltet die Ohren steif, den Rücken gerade und das Gewissen sauber. Und dann passiert euch auch nicht viel. Alle zusammen. Einer für alle und alle für einen. Oder wie war das bei den Musketieren? Also. Bis irgendwann mal wieder in diesem Theater. Tschüss.